Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit einer weiteren Spielbrettvorstellung. So, wir haben nämlich heute von 21 bis 40 einmal durch. Dementsprechend, ja, lassen wir uns jetzt nicht lumpen, fangen wir am besten gleich mal an, dass wir da auch relativ leicht durchkommen, weil es wird heute auch eine längere Spielbrettvorstellung. Aber dazu kommen wir gleich. So, fangen wir erstmal an mit, 5 Atomraketen-Schlüsselkarten. Yay. Und für die Firstler Nuka World Mülltonne. Dann haben wir einmal die Metallrüstung in der Nuka Twist-Lackierung. Dann einmal das Symbol Nuka Twist nehmen wir nochmal mit. Und für die Firstler ein Skill-Kartenpaket. Dann haben wir die Jagdgewehr-Lackierung Nuka-Cola Classic. Dann haben wir hier einmal Nuka-Cola Twist 6er-Pack. Jo, nehmen wir einmal Gaudi mit. Und für die Firstler Munitionslagerkiste Patriotisch. Dann haben wir blaue Reklame Nuka-Cola. Dann haben wir die T51-Lackierung Nuka-Cola Classic und für die Firstler noch einmal Pfadfinder-Banner. Nehme ich nochmal kurz die Pfadfinder-Banner mit. Dann haben wir 100 legendäre Scheine, auch die sind nicht verkehrt. 100 Atome und für die Firstler wieder grüne Reklametafel. Dann haben wir einmal 100 Goldbahn. Dann haben wir was für den Fotomodus. Schwungvolle Gang. Okay. Ich hätte das ein bisschen anders genannt, aber okay. So, und für die Firstler nochmal Voltec Ressourcenpaket. Nehmen wir auch mit. So, dann haben wir Roboterrüstung Nuka Cola Twist. Jo, nehmen wir natürlich gern mit. Ein Skillkartenpaket und für die Firstler Nuka-Cola Quantum. So, dann haben wir Leo Petrov, einen neuen Verbündeten. Dann Getränkeautomaten Wandschild, ja, ist auch ganz okay. Dann haben wir hier nochmal 3 Pfadfinder-Banner und nochmal 5 Briefmarken für die Firstler. Dann haben wir die Baggerlackierung Nuka-Cola Classic. 3 legendäre Module und zu guter Letzt 150 Atome und für die Firstler ein T-Shirt mit Fusel über alles. So, damit wir das heute auch alles richtig reinkriegen, erstmal hier alles zugewiesen. Ja, katsching, katsching. So, fangen wir erstmal an. Ich muss dafür jetzt zwar gleich wieder in den Vaults hin und her springen, weil einige Sachen sind relativ groß und einige können nur draußen, aber gut. So, fangen wir erstmal hier hinten an. Hier haben wir die wunderschöne Nuka World und Tour Mülltonne. Ist halt ein Versteck. Man kann halt drauf zugreifen und aus dem Müllkram, was man in der Kiste hat. Ich finde es okay, es ist halt eine Lagerkiste, ne? Der Gag dahinter, dass es eine Lagerkiste ist, okay, hey, warum nicht? Aber, ne, falls man mal unauffällig eine Lagerkiste bauen möchte. So, dann haben wir hier einmal das Jagdgewehr. Ich habe das hier extra mal ein bisschen aufgemodifiziert, damit man das auch im Ganzen sieht. Ich finde nämlich aufmodifiziert sieht man das ein bisschen besser. Und ich finde, es sieht echt nicht verkehrt aus. Also wir hatten schon schlechtere Skins fürs Jagdgewehr. Dementsprechend, das passt zum Thema und ja, es sieht auch so nicht verkehrt aus. So, dann kommen wir jetzt hier gleich zur wunderschönen Nuka Twist in Metallrüstung. Ich habe hier mal das Mannequin schön aufgezogen damit. Ja, es geht. Also wie gesagt, kann man nichts verkehrt machen mit. Dann haben wir hier noch die wunderschöne Roboterrüstung. Auch die einmal schön lackiert. Gut, hier hätte ich gerne die grüne Farbe unten gehabt, so wie hier halt. Und oben blau, aber naja, gut. Es ist halt Twist, ne? Es dreht sich halt die ganze Zeit. An und für sich nicht zu bemänkeln. So, und Pipe is Life. Also Fusel über alles. Ja,
Ist eigentlich auch nicht verkehrt, ist ein Gag wert. Ja, ich glaube nicht, dass ich damit rumrennen werde, aber ist an und für sich ein neutrales Outfit. So, dann haben wir hier einmal das wunderschöne Wandschild, was man ein- und ausschalten kann. Da erkennt man halt auch wenigstens mal an, dass es anständig Licht gibt. Ja, wie gesagt, ist auch top, weil passt eigentlich auch wieder wunderbar zu den ganzen Nuka-Cola-Themen. Und jetzt kommen wir wieder zu den Schandtaten. Fangen wir erstmal mit der T51B an. Ich weiß nicht, also. Machen wir gleich mal anders. Machen wir erstmal hier die Bagger. Wie gesagt, Bagger ist jetzt halt auch wieder weiß, blau, rot und Nuka und das war's. Es ist halt. Weiß nicht. Also, wie gesagt, das sieht aus immer noch wie Zahnpasta aus. Also, es ist das Einzige, was mir auf dem Spielbrett überhaupt nicht gefällt. Die Power-Rüstungslackierung. Also, weiß nicht. Ich würde damit nie rumlaufen. Ich weiß, über Geschmack lässt sich streiten, aber ich finde das so am Thema vorbeigeschoben. Machen wir mal kurz anders. Achso, wir hatten ja noch was hier. Halt, stopp. Machen wir gleich. So, und hier haben wir nämlich noch die Munitionslagerkiste in Patriotisch. Auch die ist optimal. Und jetzt kann man ja hier eigentlich sehen, es soll ja quasi eigentlich sozusagen die amerikanische Sternchenflagge mit dem Sternchen auf dem Gemächt darstellen. Ich finde, das sieht nicht ansatzweise aus wie die amerikanische Flagge, weil seit wann hängt der Stern irgendwo da unten im Gemächt, ne? Und ja, wie gesagt, das sieht überhaupt nicht nach amerikanischer Flagge aus. So, aber machen wir es jetzt mal anders. Deswegen habe ich mir das hier hinten jetzt extra offen gelassen. Weil jetzt gerade bei der T51B haben wir ja eine For-Free-Variante zum Drauflackieren. So, und die machen wir jetzt einfach mal drauf, um mal einen Vergleich zu haben, wie das eigentlich hätte aussehen können. Ne? Wobei ich sagen muss, die kostenlose Variante, ja, und die ist wirklich kostenlos, weil die kann man in-game einfach so sich holen, ist deutlich besser. Und ich sag mal so, wenn wir das jetzt einmal hier komplett drauf lackiert haben, es sieht 100-mal besser aus und es passt halt auch viel besser ins Themengebiet rein. Dass man da nicht dann halt irgendwie hätte gesagt, okay, gut, dann lassen wir die T51 raus und machen das dann halt für alle anderen auch nochmal. Oder designen das ein little bit um. Hätte ich alles noch mega verstanden. Aber jetzt nehmen wir hier mal die Rüstung und jetzt, so stelle ich mir halt eine Nuka-Cola-Rüstung vor. Ne? Ich glaube, ich werde das bei der Quantum-Variante nachher auch nochmal machen. Bei der X01, weil das sieht doch viel mehr nach einer Nuka-Cola-Version aus als sowas hier. Wie gesagt, das ist für mich kein Nuka-Cola. Das ist, ich weiß nicht, was das Blau dazwischen soll. Ich verstehe es halt einfach nicht. So sieht für mich eine Nuka-Cola-Rüstung aus. Und das Top-Design, das irgendwie, weiß ich nicht, gefällt mir einfach nicht. Ich weiß nicht, also. Ja, gut. Haben wir das jetzt aber auch fertig? Ich habe jetzt genug genörgelt wieder an der Power-Rüstungslackierung. Jetzt müssen wir hier einmal kurz wechseln, denn zwei Gegenstände konnte ich nicht unterbringen. Deswegen musste ich sie jetzt hier mal unterbringen. Nämlich die beiden Reklametafeln. Die beiden Reklametafeln sind auch wirklich mega riesig. Ja, es sind halt Reklametafeln, deswegen müssen sie eigentlich auch so groß sein. Ist nur schade, weil ich kriege sie somit nicht in den Vorstellungsraum rein. Das ist das Einzige, was ich daran zu bemängeln habe, dass ich es nicht in den Vorstellungsraum reinkriege. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, einmal in Blau und einmal in Grün. Beide sind optimal. Beide werden eigentlich auch noch mit Strom versetzt. Dementsprechend, ich habe jetzt hier natürlich keinen Strom. Dann können wir hier noch mal ganz fix einmal Strom hinstellen, damit wir die auch wenigstens noch mal beleuchten können. Das habe ich natürlich jetzt wieder bei der Vorbereitung vergessen. Ja, böser Turtle. Wo haben wir denn jetzt hier Generatoren? Ja, hier. So, dann nehme ich hier mal kurz den. Der kann auch fliegen. Das ist nicht so schlimm. Und dann schließen wir das Ganze mal an. Wie gesagt, sieht mega aus. Es sieht mega aus, wenn man es mit Strom anschließt. Ich finde das echt nicht verkehrt.
So, und die Stromanschlüsse, naja, die sind ein bisschen blöd gelegt, finde ich. Da wird man das Kabel nachher gut sehen können, aber na gut, man kann ja wie gesagt nicht alles haben. Da muss man dann halt ein bisschen kreativ werden. Aber ansonsten, wie gesagt, sieht nice aus. Wenn sie schön beleuchtet sind und wenn es dann draußen in Appalachia auch mal dunkel wird, was ja leider selten der Fall ist, dann hat man hier an und für sich auch gleich wunderbar eine Beleuchtung. Gut. Und dann würde ich sagen, war das einmal das. Und dann gehen wir jetzt noch einmal ins Camp. Weil die anderen Gegenstände kriege ich nur ins Camp gekloppt. Und dementsprechend, ja, müssen wir halt wieder rausgehen. So. Ich habe die Tür wieder vergessen zuzumachen. Na, mach die Tür wieder zu. So, einmal kann ich mir nochmal eine Nuka-Cola gönnen, weil wir es können. So, hier haben wir ja jetzt in der letzten Vorstellung gehabt, die Nuka-Cola Candies. Und hier haben wir jetzt Nuka-Cola Quantum Zuckerwatte. Vielleicht sogar zwei verschiedene Stacks. Okay. Auch bei dieser Maschine ist jetzt wieder zu erwarten, Strom muss verfügbar sein, ansonsten funktioniert das nicht. Dementsprechend achtet darauf, Strom zu haben. Nochmal den Tipp: Nimmt am besten Licht, weil es geht hier wieder mit dem wunderbaren WLAN-Strom. Nimmt eine Lampe, die ihr auch erkennen könnt. Also ich nehme jetzt hier zum Beispiel hier die Voltec-Lampe. Solange sie leuchtet, habt ihr dort auch Strom, falls ihr euch nicht sicher seid. Schaltet sie auch notfalls nochmal an und aus, damit ihr auch wirklich sicher geht. Nicht, dass es noch ein Delay ist und da ist nachher gar kein Strom. Und dann wisst ihr es auch, weil dem Blitz kann man leider nicht immer vertrauen. Auch wenn er mal rot anzeigt, man hat plötzlich doch da Strom, dann läuft es ja eigentlich. So, Zuckerwatte. Wo haben wir sie denn jetzt? Nuka-Cola Quantum, da haben wir Zuckerwatte. Süßigkeiten, die dir ein noch größeres Lächeln ins Gesicht zaubern. Gibt zwei Charisma, TP und AP. Also, wie gesagt, wir werden in letzter Zeit mit AP-Regenerationsfood ohne Ende zugeworfen. Also ist der Wahnsinn. Bloß dieses gibt jetzt auch noch plus zwei Charisma. Das heißt, ja, es hat schon so seinen Sinn, Charisma ein bisschen zu boosten, wenn man jetzt zum Beispiel teure Baupläne kauft oder verkauft. Da kann man sich das dann halt mal reinziehen. Aber ja, es ist an und für sich schon relativ viel, was wir jetzt so an reinen Zeug haben, was wir jetzt nur rausziehen können. Gut, Dosenkaffee geht sowieso über alles. Hat ja eine 300er AP-Regeneration und gibt dann auch nochmal für 12, für 12 Sekunden. 12 AP-Regeneration pro 25, für 25 Sekunden, nicht pro. Ah, ich kann heute noch nicht mal richtig lesen. Meine Güte. So, dann hatten wir jetzt die Popcorn-Maschine davor. Ne, die hat halt 4 TP gegeben, nochmal minus Hunger und Durst und dazu 60 AP. Jetzt haben wir halt noch Nuka-Cola Quantum Zuckerwatte mit Charisma in Verbindung und Nuka-Cola Candy. Ja, jeder Biss ein Rätsel, ne? Passt eigentlich ganz gut. Und da haben wir auch schon den anderen Kollegen. Jetzt hole ich mir aber hier nochmal kurz meine Nuka-Colas raus. Ja, nicht abhauen, Leo. Guten Tag. Dein Ruf eilt dir voraus, Wortbewohner. Aber wo bleiben denn meine Manieren? Ich heiße Leo, Leo Petrov. Ist mir eine Freude. Moment mal, du hast von mir gehört? Überrascht dich das? Ich höre, du hast dir in Appalachia schon einen Namen gemacht. Manch. Ja? Guten Tag. Dein Ruf eilt dir voraus. Das hatten wir eben schon. Moment mal, du hast schon von mir gehört? Überrascht dich das? Ich höre, du hast dir in Appalachia schon einen Namen gemacht. Manche loben deine Fähigkeiten in den höchsten Tönen. Das mag eine merkwürdige Frage für ein erstes Treffen sein, aber hast du zufällig eine Nuka-Cola Classic? Ich habe leider keine mehr. Ja, ich habe eine Nuka-Cola. Hier. Ah, besten Dank. In diesen Breiten hier wird man wirklich schnell durstig. Aber
Du fragst dich sicher, was mich hergeführt hat. Ich sage es so, ich glaube, wir könnten von einer Partnerschaft profitieren. Als ehemaliger Sicherheitsbeauftragter von Nuka-Cola könnte ich dir nützlich sein. Ich schätze, du warst nicht einfach nur Sicherheitspersonal. Ah, sehr scharfsinnig. Ja, meine Arbeit war etwas interessanter. Vielleicht erzähle ich dir ein andermal davon. Bei einer Flasche Nuka? Hier ist mein Vorschlag. Im Gegenzug für Nuka-Cola-Getränke biete ich dir zusätzliche Sicherheit hier. Und noch besser? Je nach Getränkesorte kann ich dir außerdem Worte der Nuka-Inspiration spenden. Sieh es als eine Art Motivationsrede. Ich bin sicher, dass es dir das alltägliche Überleben etwas leichter macht. Klar, du kannst bleiben. Danke, Wortbewohner. Solange ich hier bin, halte ich dir den Rücken frei. Na gut, dann halt mir mal den Rücken frei. Denk dran, ich kann dir gerne helfen. Genau, so, da jeder Begleiter im Camp oder jeder Verbündete im Camp ja immer einen kleinen Vorteil gibt, kommen wir mal zu seinem Vorteil. Ich brauche deine Dienste. Klar, wie kann ich helfen? So, das erste, was er hat, natürlich ein Angebot mit, was zu kaufen. Ich kann nämlich nur ungern davon, aber ich brauche halt die Kronkorken. Ja, so, er hat immer ein random, kann man sagen, Vorrat von irgendwas. Ab und zu sind halt sowas wie Nuka Tapper dabei. Okay, das können wir jetzt gleich mal mitnehmen. Handel auf Server fehlgeschlagen. Warum nicht? Warum darf ich es nicht kaufen? Findest du es nicht? Hey. Hä? Klar. Ja, ich wollte jetzt das Nuka Tapper haben. Auch wenn ich das schon hab, aber egal. Was ist wahrscheinlich, weil ich das schon hab. Wortlos. Einen davon habe ich im Barbaren-Outfit rumhüpfen sehen. Hey. Gut, aber wie gesagt, er kann an und für sich das Nuka Tapper drin haben. Das habe ich ja jetzt natürlich gleich als allererstes drin gehabt. Ja, ansonsten schon irgendwelche Fälle hat er größtenteils Müll drin. Also nichts, was man unbedingt braucht. Er kann auch Nuka Cola Quantum Pläne sowie auch Nuka Cola Granate bekommen, aber auch die sind nicht so schwer zu finden. Dementsprechend, ja, an und für sich. Was er verkauft, ist nicht wirklich von Belang. Nuka-Cola soll er auch drin haben, aber nur die ganz normale und maximal eine Sherry. Somit auch nicht so interessant. So, du hast erwähnt, dass du Nuka-Cola brauchst. So ist es. Mir schmeckt einfach jede Nuka-Sorte. Die bringen mich richtig in Schuss. Jede Nuka-Cola, die du mir gibst, macht mein Leben schöner und deins gleich mit. Ich weiß, das klingt wie reines Marketing, aber es bringt dich garantiert wieder in Schwung. Also, dann zeig mal her. So, eine klassische Nuka-Cola, eine Nuka Wild, Quantum, Orange, Sherry, Grape, Twists, Dark Cranberry, Nuka Shine trinkt er auch. Was eigentlich keine Nuka-Cola ist. Nuka-Cola mit Impfung, verbrannt Nuka-Cola oder Nuka-Cola mit meinem Blut. Ich frag mich, warum das Ganze jetzt hier so mit drinne steht, aber naja, hey. Ich denk mal, das ist, wenn man noch die Hauptquest hat. Genau weiß ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum es jetzt drin steht, aber hey. Einen Nuka-Schein habe ich jetzt nicht da, müsste ich herstellen, würde dann aber auch ein bisschen zu lange dauern. Da würde ich auch gerne mal wissen, was es da gibt. Ansonsten soll es einfach irgendwelche Special-Attribute geben. Im meisten Fall war das jetzt aber immer Glück. Dementsprechend gebe ich ihn jetzt mal eine Nuka-Grape. Ein unterschätzter Klassiker, wenn du mich fragst. Nuka-Grape stillt deinen Durst, nicht deine Konzentration. Auf dein Wohl. So. Achso, Aktionspunkte erhöht. Okay. Nuka
Brave macht Aktionspunkte. Ich müsste mal die genauen Daten rausgucken, was erhöht. Ich denke, Manuka Shine müsste dann vielleicht Nahkampf machen. Bin mir jetzt aber nicht genau sicher. Leo, ich habe noch eine Nuka-Cola für dich. Danke, aber ich bin mit der letzten Flasche noch nicht fertig. Bewahre sie gut auf. Ich habe bestimmt bald wieder Durst. Ja, so, damit er wieder Durst kriegt, müsst ihr eigentlich nur abwarten, bis der Effekt wieder ab ist. Müde, alte Ghoul, was für dich tun? Wo ist es denn jetzt? Ach, hier unten. So, eine Stunde hält das. 30 Max AP. Ah, ist okay. Ist eigentlich noch nicht mal gerade wenig. Ist okay. Wie gesagt, das war jetzt für die Grape. Ich meine, Nuka Twist machte Glück. Schön, dich hier zu sehen. Ah, ich müsste mal wirklich alle entweder mal durchprobieren oder dementsprechend mal gucken, ob ich die kompletten finde. So. Da ist noch etwas, worüber ich reden wollte. Nur zu, du kannst mich gerne alles fragen. Gut, darf ich dir ein paar persönliche Fragen stellen? Da wir quasi Kollegen sind, habe ich damit kein Problem. Warum magst du Nuka-Cola so sehr? Die Frage überrascht mich. Nuka-Cola ist das beliebteste Erfrischungsgetränk in ganz Amerika. Es kommt äußerst selten vor, dass jemand es nicht mag. Sagt Nuka-Cola dir etwa nicht zu? Ich liebe Nuka-Cola. Ich hab's doch gewusst. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich dir vertrauen kann. Vielleicht ist das ja der Grund. Wir zwei sind verwandte Seelen. Kommst du aus der Gegend, Leo? Nein. Ursprünglich hat meine Arbeit mich hergeführt. Seit dem Krieg wandere ich herum. Aber ich kehre immer noch ab und zu nach Appalachia zurück. Bedeutet auf der Arbeit Nuka-Cola-Geschäfte? Ja. Ich war ursprünglich wegen eines Falls hier. Aber das ist jetzt voll alles egal. Meinen Job gibt es nicht mehr. Ich habe versucht, nach Hause zu finden, aber... Reden wir über etwas anderes. Kannst du mir von deiner Arbeit bei Nuka-Cola erzählen? Das ist ein großes Thema. Was genau möchtest du wissen? War Nuka-Cola ein guter Arbeitgeber? Das würde ich schon sagen. Durch meine Arbeit dort habe ich die Marke zu schätzen gelernt. Und mir ist etwas klar geworden. Nuka-Cola war mehr als nur ein Getränkehersteller. Dank Nuka-Cola konnten Millionen Menschen den Schatten des drohenden Krieges für einen Moment vergessen. Wir haben den Leuten Freude gebracht. Und ich finde, das ist etwas wert, trotz allem Übel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nuka-Cola nur das Geld wichtig war. Natürlich gibt es überall Korruption, aber ein Unternehmen nur darauf zu reduzieren, wischt die Mühen vieler ehrlicher Angestellter völlig beiseite. Dem Marketing mag es nur ums Geld gegangen sein, aber die Bahnen wurden von Leuten entworfen, denen Spaß für die ganze Familie am Herzen lag. Erzähl mir mehr über den letzten Fall, in dem du ermittelt hast. Das ist kaum der Rede wert. Ich habe die Spur verloren. Es will mir nicht aus dem Kopf, aber... Ach, was soll's. Reden wir über etwas anderes. Reden wir über etwas anderes? Sicher. Kann ich dich was zu deiner Familie fragen? Nimm mir das nicht übel, aber... Ich möchte Persönliches lieber nicht mit Geschäftlichem mischen. Das verstehst du sicher, nicht wahr? Wo hast du gelebt, bevor die Bomben fielen? Ich hatte ein Haus in der Hauptstadt. Das steht sicher längst nicht mehr. Und um ehrlich zu sein, ich habe nie viel Zeit dort verbracht. Es überrascht dich sicher nicht, dass Nuka-Cola viele Feinde hatte. Mein Job war es, Infolex zu untersuchen, Firmenspione aufzuhalten, all sowas. Ich reiste von Werk zu Werk, von Außenstelle zu Außenstelle, je nachdem, wo ich gebraucht wurde. Ich hatte wenig Zeit für mich und war selten zu Hause. Reden wir über was anderes. Gerne doch.
Ich habe etwas herausgefunden, das mit Nuka-Cola zu tun hat. Oh, mein Lieblingsthema. Schieß los. Soll ich dir erzählen, wie ich die verbrannten Seuche mit meinem eigenen Blut behandelt habe? Hat das was mit Nuka-Cola zu tun? Das klingt wirklich spannend. Also schieß ruhig los. Ich habe im Nuka-Cola-Werk Kanawa einen Impfstoff hergestellt. Das verstößt bestimmt gegen die Sicherheitsstandards von Nuka-Cola. Als Methode zur Massenproduktion eines Impfstoffs klingt es aber originell. Schon mal von Nuka-Schein gehört? Nuka-Schein? Klingt nicht nach einem offiziellen Produkt von Nuka-Cola. Was ist das, ein Cocktail von hier? Das war ein starker alkoholhaltiger Drink, dem irgendwelche Studenten an der VTU zusammengekippt hatten. Studenten haben damit gemischt? Nun, bei Nuka-Cola wusste man natürlich, dass viele unserer Produkte sehr gerne mit Alkohol mischten. Aber das klingt wirklich gar nicht gut. Und es verletzt unser Markenzeichen. Früher hätte ich die Sache auf der Stelle unterbunden. Wo in aller Welt hast du das her? Das war sicher nicht leicht zu finden. Ich habe eine Flüsterkneipe in Big Earls Tattoo-Studio und ein Getränketester-Robohirn namens Biff gefunden? Earl. Eine Flüsterkneipe in einem Tattoo-Studio? Interessant. Und ein Robohirn, das Getränke testet? Klingt irgendwie genial. Vielleicht läuft mir ja mal dieser Biff über den Weg. Wer weiß, was der an Infos zu bieten hat. Allerdings arbeite ich dort nicht länger. Es stammt von einem Studenten namens Levis. Interessant. Man sollte Studenten nie unterschätzen. Unter anderen Umständen hätte dieser Louis als Chemiker bei Nuka-Cola Karriere machen können. Wäre er nicht unter einem Berg von Gerichtsverfahren begraben worden. Versteht sich. Ich habe das Rezept. Willst du es haben? Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Mit deinen verbotenen Nuka-Cola-Kopien will ich nichts zu tun haben. Mir reicht schon Nuka-Cola Dark. Da ist noch etwas, worüber ich reden wollte. Klar, worüber möchtest du sprechen? Ich habe einen Bunker mit Plänen für eine Nuka-Cola Quantum Power Rüstungslackierung gefunden. Wirklich? Es gehörte zu meinen Aufgaben, diese Pläne zu finden. Die waren exklusiv für zukünftige Nuka-Cola-Events bestimmt. Aber wie bist du an diesen Spind gelangt? Es ist kompliziert. Ich musste alle möglichen Schlüssel finden. Faszinierend. Soweit ich weiß, war TNT Dome Nummer 3 der einzige Spind, der Nuka-Cola gehörte. Ich vermute, dass ein Angestellter diesen Spind mit zweckentfremdeten Mitteln gekauft hat, um wertvolle, vertrauliche Dinge zu verstecken. Da bin ich sogar sicher. Auf jeden Fall sollte dieses Geheimnis damit so oder so gelöst sein. Also, wenn du mich fragst. Das war es also. Fall abgeschlossen? Ja. Näher werden wir der Wahrheit in der heutigen Welt wohl kaum kommen. Ohne dich hätte ich das ehrlich nicht geschafft. Dieser ungelöste Fall hat all die Jahre lang an meinem Gewissen genagt. Ohne das Ende der Welt wäre dieser Fall nichts Besonderes gewesen. Aber du hast ein Rätsel gelöst, das ich mir entzogen hatte. Eins kann ich dir sagen. Du hättest dich in meinem Job hervorragend gemacht. Probleme zu lösen und Menschen zu helfen, das liegt dir wahrlich im Blut. Hast du gehört, dass die Nuka World on Tour gerade hier ist? Ja, ich war dort, bevor ich hergekommen bin. Es war wirklich großartig, auch als inoffizielle Veranstaltung. Nein, vergiss es. Sicher. Bis dann, Leo. Also bis dann. So, jetzt haben wir auch herausgefunden, was sein Geheimnis voller Fall war. Das war die Nuka-Cola-Lackierung Quantum für die X01. Gut, aber
Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Cut, bevor er sich noch weiter hin und her teleportiert. Er hängt da jetzt irgendwie ein bisschen fest in meinem Garten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.